Ach komm, wir machen mal. Komm, wir machen Gemini Man. Das machst du. Ich werde mich sowieso täuschen. Täuschen. Täuschen, ja, täusch dich mal. Ready. Geht los jetzt. Oh, ein Weltall, sehr schön. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an DuckTales. Auf dem Mond. Auf dem Mond? Auf dem Mond. Oh. Da krieg ich auch richtig Bock drauf, das Spiel. Wir haben nur noch nur Leben, dann lasse ich mich jetzt direkt töten. Das macht sonst eh keinen Sinn. Achso, du kannst dann praktisch da wieder anfangen? Mhm, genau. Das ist cool. Also das Spiel merkt sich, dass du schon einen Boss fertig hast. Ja. Ah, das ist geil. Das wäre ein bisschen sehr schlimm, wenn man dann direkt wieder alles von neu machen müsste, ey. Ja, ich würde das einem Spiel zutrauen. Also früher auf Amiga war das so, einmal versuchen und wenn du tot bist, bist tot. Ja, das stimmt. Boah, das ist grausam. Das ist hier schon ein Segen, ist das ja dann. Geil. Ich weiß nicht so ganz mich mir auswählen. Wahrscheinlich so. Ja. Ich sehe das schon richtig, dass das so ein dicker Pinguin ist hier auf dem Mond oder so, ne? Ja. Also. Also, okay, klar. Was heißt Mond? Das sind eher. Ja! So ja, irgendein Weltall im Hintergrund sieht man auf jeden Fall. Und, ja. Oder Sterne. Oder einfach nur Sterne bei Nacht. Ja. Ja. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Arschig ist das. Oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich dem sonst ausweichen soll. Also, für mich ja, macht du kannst, nur Sinn, zurück. Ja, zurückrutschen, wie du es eben schon gemacht hast, denke ich. Vielleicht solltest du weniger durch diese Feuerstrahlen durchspringen. Als kleiner Tipp. Ich könnte mich auch einfach gar nicht treffen lassen. Das wäre auch geil, ja. Könnte auch helfen. So tief. Weg. Siehst du, da bist du schon mal drüber. Boah, ach so, die halten da gar nicht so viel aus. Wenn man so ein Schuss anscheinend. Wow. Wirft der mit Eier? Ich glaub, mit Eier, ja. Mit Eiern. Mit Eier. Eier. Eier, ja. Wir brauchen Eier. Genau. Richtig. Ja, gar kein Ende hier. Nee. Das ist endlos Schleife. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Hallo. Lass dich nicht von dem Pinguin töten. Der gibt nicht mal Energie. Oh, Miniboss. Ich konnte sogar ein bisschen was hören. Ganz, ganz bisschen. Oder labert der jetzt? Er macht den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Volksbank, Reifeisenbank. Ein bisschen Energie haben wir bekommen. Und das ist schön. Wir können uns ein Leben holen. Wo denn? Das ist jetzt gerade, wird das nicht angezeigt. Achso, ich wollte gerade sagen. Da oben. Ach, guck mal an. Aha. Wo hast du das jetzt gewusst? Oder? Wieso? Warum? Nee, im Startmenü wird das nicht angezeigt. Da sind alle Items weg. Achso, okay, das habe ich zuerst nicht gesehen. Okay. Boing. Du kommst da doch trotzdem nicht dran. Und wenn du den Hund auf diesen kleinen in die Spalte da links reinstellst, wird nichts, ne? Ja gut, dann lassen wir das halt. Du könntest rechts oben reinspringen und vielleicht von da aus versuchen rüber, aber das schaffst du nicht. Nee, das habe ich eben gerade schon versucht. Das ist so weit. Na gut. Oh, Blubbels. Mit kleinen Spermien drin. Das ist super. Oder Kaulquappen. Ja. Ich tippe mal eher auf Kaulquappen, weil das eher so aussieht wie so Laich oder. Ja, mit Laich ist es auch was anderes, aber na. Keine Ahnung. Oh, es dauert so lange. Was bringt denn das Fragezeichen da oben? Das ist. Also wenn wir da. Man weiß es halt nicht, weil es halt ein Fragezeichen ja. ist. Sehr schön. Boah. Es ist irgendein Item, wenn man dagegen schießt, dann wird es aufgedeckt, glaube ich. Also, okay. Boah, ich krieg das hier nicht geschissen! Lass unten was stehen, sonst kriegst du das da oben, kommst du ja nicht mehr hoch. Ja, aber ich hab ja. Ah, doch, du hast ja den Hund. Ja, genau. Ich denk ja mal nicht dran. Energie! Weg. Da
passiert. Da komme ich nicht dran. Kriegst du die nicht kaputt? Wie kommt man denn überhaupt nach oben? Ich weiß es doch nicht. Verzweiflung ist schon nah. Zum Glück hat man hier keine... Ja? Keine Zeitlimits im Level. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich mag das immer nicht, wenn die Zeit so rückwärts abläuft. Das ist widerlich. Tja, kommen wir da oben jetzt hin. Ist gut, ne? Ja, nicht. Du kannst die auch nicht mit dem Kopf kaputt hauen, die Dinger da, ne? Nee, muss ich leider gegenschießen. Obwohl, wir können ja mal gucken, ja, was Topman macht. Ja, stimmt. Ganz schön viel. Er dreht sich. Super. Aber es macht... Und du kannst dich auch nicht durchschießen lassen mit dem Hündchen, ne? Boing, also durch. Nee, ich glaub nicht. Du könntest ja mal ausprobieren. Joa. Kostet ja nix. Ja, das war super. Total spektakulär. Aber er kann von oben durchfallen. Das funktioniert. Mhm. Schlimm ist das. Man da nicht richtig... Oh, nee. Oh, ja, schön. Ja, die beiden noch im Reichtag. So. Ja, das war das Minimum, was du wegmachen musstest, und das hast du auch gemacht. Oh. Wie kommt man denn da jetzt schon wieder hin? Da kommst du mit dem Hund auch nicht hoch, ne? Doch, ein Hund kommt nicht. Das sieht alles so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber es sieht irgendwie nach Unterwasserwelt aus. Eigentlich schon, ja. Irgendwie, weil ja, das auch so schimmert und so. Ja, und das sieht irgendwie so nach so Algenkrams oder so, mhm, da hinten aus vielleicht. Das würde auch vielleicht diesen ganzen Fischleich erklären, der hier rumtüdelt. Aber das macht keinen Sinn, wenn das vorher... Hurensöhne. Waren, genau. nee, wenn das oben Eis war oder... Keine Ahnung. Was das auch immer war, oder Weltall. Ja. Na gut, Libellen. Ja, weiß ich nicht. Libellen unter Wasser ist auch ein bisschen schwierig, das stimme ich zu. Aber ja, sie halten sich ja gerne am Wasser auf. So ist es ja das, das stimmt auch wieder, ja. Da kommt irgendein komischer Gegner. Ein Vogel. Der ein produziert Pinguin. Irgendwas. Man muss wahrscheinlich... Wow, er produziert Pinguin. Und Leben! Ach, das ist wie hoch. Erinnert mich schon an so eine Slog-Hütte. Stimmt. Geil. Sehr cool. Oh Mann. Kommen die jetzt unendlich da raus? Ja, ich muss oben gegen dieses Ding treffen, was sich da dreht. Ach so, okay. Ah, weg ist er. Okay. So, geht da oben, ja. Oh. Noch so ein Teil. Auch noch einer, wie schön. Mit Lieben. Er kommt auch sofort da unten rausgeschossen, wenn du springst. Mm. Guck doch so böse. Oh. Hälfte der Energie habe ich noch. Noch eine Libelle. Lass für mich was liegen, bitte. Da bekommen wir jetzt. Ich hätte schon fast Angst gehabt, da runter zu springen, aber es gab ja keinen anderen Weg. da muss man doch irgendwie hinkommen. Ach ja, Hündchen. Ja. Ich vergesse das immer, Mann. Das kann ja noch was werden. Wenn ich das immer mal spielen sollte, ich würde ständig vergessen, dass ich irgendwo hinkommen kann. Ja, vor allem ist der Hund auch auf der zweiten Seite von den Items. Ach, das auch noch. Der wird gar nicht zuerst angezeigt. Ja. Ach, toll. Oh. Aber den hat man also von Anfang an, den Hund. Das ist keine Fähigkeit, die man durch einen Endgegner bekommt. Nee, den hat man von Anfang an. Okay. Gab's den auch in Teil 1 schon? Nee. Aha. Ich weiß gar nicht, ob es den im zweiten gab. Im zweiten gab's so kleine Gadgets, sag ich jetzt mal. Ja. Den Hund gab's Wasser... aber jetzt, glaube ich, nur noch. Also Wasser gibt's ja doch. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ja, kannst du da runter? Kannst du schwimmen? Also wenn du drückst, dass er sich fortbewegt im Wasser? Also, nee.
Glücklich, ne? Ich spring mal lieber mit dem Hund da oben drauf. Ich hab Angst, ja, dass ich da jetzt untergehe irgendwie. Ja. Boing. Ich glaube, das war auch die richtige Logik. Gibt es eine falsche Logik? Ja. Ja, okay. Ach du heilige Scheiße. Da ist ein Leben. Nee. Nee, komm, dann lass das Leben leben. Und der erinnert schon sehr stark an Yoshi gerade. Also nicht an Yoshi selbst, sondern an Yoshi's Island. Da gibt es auch Fische, die so mit Granaten um sich schießen. Ich glaube, du sollst nicht da lang, okay. Passt. Hilfe. Das ist ja auch so blöd, wenn du getroffen bist, dass du halt immer so nach hinten geschleudert wirst. Oh. Ne? Genau das. Und das hat dir gerade das Leben gerettet. Ja. Dass er dich nach hinten geschleudert hat, verdammt. Und ich sag's noch. Nein! Nein! Er hat nicht, es hat nicht gedrückt. Ah. Es hat nicht gedrückt. Es? Du? Das, du bist doch am Nein, Drücken. Der Controller hat nicht funktioniert an dieser Stelle. Das ist sehr übel. Vor allem, da war die Leiter. Ja, wahrscheinlich war auch zu viel Scheiße auf dem Bildschirm war. Das kann sein, ja. Der ist manchmal überfordert dann. So, ich hol mir gleich das Leben. Schwör. Nimm dir das Leben. So, jetzt brauche ich dann meinen nicht Topman. Ich brauche den Kackhund. Ach, den Kackhund. Kann man da unten überhaupt stehen? Ja, da ist so ein Nupsi. Ach so, das habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt haben wir zwei Leben. Das ist schön. So, jetzt muss ich hier nur wieder durchkommen. Das war knapp. Soll ich den Energietank holen? Brauchst du ja fast gar nicht, oder? Wäre halt schon geil. Verlängert der dann die Leiste, oder wie ist das? Nee, wenn man... Ich mach mal gerade auf Pause. Achso, man kann den auffüllen, damit du also, wenn, hast. Also, wenn man nichts mehr hat an Energie, dann kann man dann den Energietank auswählen und dann kriegt man wieder volle Energie. Ah, das ist natürlich gut, okay, ja. Bleibt ihr dir denn erhalten, falls du mal Game Over gehst? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Frage ist, ob sich das lohnt, ne? Hab mir jetzt einfach mal eingesammelt. Ja, das ist eine Idee. Jetzt muss ich dann nur noch hochkommen. Weil ich hab noch einmal Hund einsetzen. Ach, das ist beschränkt? Mhm. Jetzt. Das wusste ich ja nicht. Ja, jetzt kommst du noch weg? Okay. Aber ich hab's wieder aufgefüllt mit einem Energietank für meine Waffen. Ach so, damit kannst du auch den Hund wieder auffüllen. Genau. Ah ja. Energie in den Hund gesteckt. Ich wollte mich gerade ducken. Ja, passiert. Aber es funktioniert ja nicht. Das ist halt Reflex. Oh Gott. Komm, schnell weg da. Na? Oh. Ja, es ist okay. Ah, schön. Ach, die wieder. Oh, man kann auch nur drei Schüsse im Bildschirm haben. Das ist voll schlimm. Mhm. Ach. Du kommst nicht hier hoch, oder? Nee, ich glaube nicht. Das Blöde ist, du musst runter. Durchgegrätscht. Oder man geht einfach weg. Das geht natürlich auch. Okay, zwei Leben haben wir noch und eine zwei Energietanks. Ja. So, Germany Main. Was macht denn der Schönes? Ach so, der toll, der klont sich. Super. Du könntest ja die Waffe von dem Top-Man ausprobieren, aber der macht ja nichts. Doch, der dreht sich in der Luft. Ja, hervorragend. Das hilft uns, glaube ich, bestimmt. Wie auch immer direkt losspringt, ne? Oh. Nee. Es zieht ihm zwar ein bisschen was ab, aber es ist viel zu wenig. Alter, der hat dich gleich wieder. Der ist schon ziemlich krass drauf. Alter, der zieht auch jede Menge ab. Okay, was tun? Nur Leben. Ich versuche den jetzt einfach platt zu machen und verballer meine zwei Energietanks dabei. Okay. Anders geht es nicht. Klingt nach einem Plan. Ja. Also, wenn du echt noch zwei Tanks hast, das geht so weiter, könnte es vielleicht sogar was werden.
Da! Und weiter ballern. Drauf, 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 drauf. Jetzt ist er alleine. Ja, eben hat das viel mehr abgezogen. Oh. Tank, Tank, du brauchst einen Tank. Oh. Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Weil er zieht so viel ab. Ja, ja. Komm, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Oh. Scheiße, du darfst dich nicht von diesem Strahl da treffen lassen. Der zieht richtig viel ab. Der Schwein! Scheiße. Das Blöde Nein. ist, der springt, wenn ich springe. Das heißt, ich kann nicht über den drüber springen und ich kann auch nicht unter den durchgrätschen. Mhm. Was soll ich denn da machen? Nee, wir machen Stage Select. Ich habe da jetzt auf den Typen keinen Bock mehr. Dann nimm Snake, dann nimm Snake Man. Snake Man? Den schaffst du.